Wir sind in Meichingen, weil wir ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt haben. Das ist ein Gerätewagen Logistik, so nennt sich das Fahrzeug. Der ersetzt ein Fahrzeug aus dem Jahr 1981. Wir hatten momentan bis Samstag haben wir den noch ambulant in der Halle. Das ist ein Schlauchwagen, SW1000, so ist die Fachbezeichnung. 1000 steht für 1000 Meter B-Schlauch. Das war letztendlich auch der Einsatzzweck. Lege 1000 Meter B zu schlecht erreichbaren Brandorten. Beispielsweise Meichingen hat eine Reihe an Aussiedlerhöfen. Und um die zu versorgen, weil die nicht an der Wasserversorgung angebunden waren oder nur eine schlechte Wasserversorgung für den Brandfall hatten, gab es eben die Möglichkeit, dort Leitungen hinzulegen. Und der GW Logistik 2, der kann das auch. Das ist ein Einsatzzweck, allerdings nicht nur 1000 Meter, sondern der verlegt 2000 Meter B-Leitung. Das System ist ein bisschen anders, aber unterm Strich tut er genau dasselbe. 2000 Meter B-Leitung werden fahrend verlegt. Darüber hinaus hat er noch einen ziemlich großen Laderaum, der es eben ermöglicht, sehr flexibel Beladung auf Rollwägen einzufahren, aufzulasten, sodass man für den Einsatzzweck gerüstet ist und letztendlich nicht nur die Wasserkomponente logistisch abdeckt, sondern auch Licht, mittelfristig auch Sturmschäden, Verkehrsunfälle, Aufnahme von Betriebsmitteln, all solche Sachen. Aktuell befindet sich in dem Fahrzeug 2000 Meter B-Schlauch, also pro Seitenwand jeweils 800 Meter, dann noch auf einem sogenannten Rollwagen. Das sind Wägen, die haben etwa das Format von einer Europalette, 1,20 x 80, befinden sich nochmal 400 Meter Schlauch. Dann gibt es einen Rollwagen, auf dem ist eine Tragkraftspritze verlastet. Bei so viel Schlauchlänge und so einer Distanz braucht man in der Mitte meistens Verstärkerpumpen, sonst schafft man die Distanz der Wasserförderung nicht. Deshalb haben wir zwei Tragkraftspritzen an Bord, eine auf einem Rollwagen, eine ist in einem Geräteraum verlastet. Wir haben einen Rollwagen, auf dem befindet sich ein Stromerzeuger mit Scheinwerfern, Ausleuchtung von Einsatzstellen beispielsweise. Und wir haben noch zwei Rollwägen, die für den Hochwassereinsatz gedacht sind, die spezielle Pumpen mit an Bord haben, Tauchpumpen oder eine Chiemsee-Pumpe. Das ist eine sehr große Schmutzwasserpumpe, die auch völlig unempfindlich ist, wenn sich mal größere Dreckpartikel in dem Wasser befinden, das wir abpumpen, ohne dass die Pumpe gleich verstopft. Ja, alles wird teurer im Leben. Der GW Logistik kostet, so wie er dasteht, 340.000 Euro. Also da sind diese Rollwägen dabei. Das ist da inkludiert, die ich gerade genannt habe. Zum Glück blieb nicht alles an der Stadt hängen. Das Land hat so ein Fahrzeug auch bezuschusst über das Landratsamt und den Kreisbrandmeister, sodass da ein Zuschuss von etwa 50.000 Euro noch mit abgezogen werden können. Aber in der Summe sind es immer noch 340.000 Euro. Das ist eine harte Investition, keine Frage. Aber wenn man sieht, wie lange der Vorgänger gehalten hat, mit über 40 Jahren, das ist natürlich auch ein Sonderfahrzeug mit einem speziellen Einsatzzweck. Wir sehen aber, dass diese logistischen Komponenten immer mehr zunehmen. Wir haben mehr Unwettereinsätze, es müssen öfter Pumpen von A nach B transportiert werden. Die Flexibilität ist eine ganz andere als bei einem reinen Schlauchwagen. Und insofern passt es in das Gesamtkonzept unserer Feuerwehr in Sindelfingen auf jeden Fall.